Wieso sagt eigentlich jetzt keiner von euch was? Weil du hier aufnimmst und du dann die Anfangssatz sagen musst Ach und weil so. Baum. Na gut, dann mache ich es eben Ich so. laufe jetzt auch Richtung an der Küste, so Richtung zu dir. Ich hoffe, du verreckst nicht vorher. Sei mal wieder typisch für dich. Nee. Naja, um den Bandits kommen, die haben ja auch Ivo abgeknallt. Ja, voll. Wie viele waren das? Ja, war einer auf dem Feld und der hat mich ohnmächtig geschossen und dann, als ich wieder zu mir kam, dann stand einer neben mir. Also Minimum zwei. Okay. Bei der Z+ hast du es auch überlebt, obwohl die eine Frau dich dann mit der G36 Ja, beschossen hat. ich hätte einfach weggehen sollen. Saß im Wald, ist voll scheiße. Aber die Bäume geben keine Deckung. Keine, Ja, ja. die NPCs können durch die Bäume gucken manchmal. Ja, manchmal. Manchmal. An guten Tagen können sie das. Tja. An meisten Tagen können sie es nicht. Und durch Rauch können sie auch manchmal gucken. Es ist sehr Ja. eigenartig, was Arma kann. Das kommt uns nur eigenartig vor, weil wir kein Computerprogramm sind. Nee, wahrscheinlich. Ich glaube, für eine KI ist es ganz normal, sowas zu können. Klar. Wobei ich weiß gar nicht, in Arma 3 geht das glaube ich nicht mehr. Da können sie glaube ich nicht mehr durch die Büsche und Rauch Bisher. gucken. Ja, bis, weiß nicht, vielleicht patchen sie es noch dazu als Feature oder so. Easter Egg an allen Dingen an So, Arma ich 2 überquere mal jetzt. die Brücke, die einfach total zugebombt ist mit Stacheldraht und sowas. Toll, sehr schön. Also geht's jetzt in Zelle rein. Ja, da vorne ist sogar noch ein abgestürztes Flugzeug. Yippie, ich Alter. bin noch 2 Kilometer von dir entfernt. 2,5 um genau zu sein. Soll ich warten? Alter, da steht ein Boot. Nein, kannst du nicht machen. Ich habe so dieses kleine Schrottboot gefunden. Das, was so gerade mal 15 km/h fährt, wenn überhaupt. Ja, Schlauchboot meinst du? Nein, das ist ja schnell, das fährt ja an die 70. Echt jetzt? Ich meine, dieses. Es ist einfach nur ein Das. kleines Boot. Meinst du das graue Abgefuckte? Als Nein, das. nicht das, was Also, du mit Ambro hattest, das große da, nee, nee, nein. nicht das große. Was wir mal bei unserem Game Platz hatten unten am Fluss. Ja. Wo ich drauf geschossen habe. Ja. Ich will ein Fahrzeug fahren. Ich mein, gerade gehupt. Vielleicht hat Ernsthaft? Ich jemand von den komm auch anderen mal hier. zu der Brücke. Oh Junge, die OMP macht One-Hit bei Zombies. Was macht die? One-Hit bei Zombies. Echt? Hab ich das nur im Kopf geschossen? Das hatte ich voll vergessen. Nö, Körpertreffer reicht. Echt? Probier ich mal. Ja, ich hatte es voll vergessen, Mann. Ich hatte ja schon früher immer, aber ich habe so lange keine Zelle mehr Tatsache, du hast gespielt. recht. Das ist richtig heftig, das Geile Zeug. Sache. Wenn du mit Schalldämpfer hast, sondern so schallgedämpfte AKM. Ich habe Angst, über die Brücke zu laufen. Ich weiß nur, was letztes Mal passiert ist. Hängst du halt am Outtake am Ende dran? Da müsste ich meine andere Festplatte einbauen. Ich habe doch meine Festplatten gewechselt und Ja, noch genau, kannst du nicht. dir trotzdem einbauen. Mach einfach. Wenn ich das auf die Schnelle hinkriege, dann könnte ich das machen, ja. Aber ich glaube, das schaffe ich jetzt in der Aufnahme nicht. Doch, das schaffst du. Ne, wir können so eine Rückblende irgendwann mal Ich habe gerade einspielen. entschieden, dass du das schaffst, sonst schaffst du das auch. Ich habe auch kein SADA-3-Kabel mehr. Kauf dir eins. Du hast genug Geld, du Ja, bist also. erwachsen. Ja, aber die Geschäfte müssen sich auch mal nach meinem Arsch richten. Und die haben jetzt aber alle zu, die Säcke. Oh, dann Ja. breche ich einfach ein. Wäre ja nicht das erste Mal. Ja, wäre nicht das erste Mal. Sag ich doch. Warum schwimmen eigentlich in der Brücke hinten irgendwelche Teile in der Luft? Kann man das mal Weil sie es erklären? können. Ach so. Ist doch nicht zur Ahnung, Junge. Damn Juri Geller! Kannst du einfach mal Sidechat fragen, wer hier ein Auto hat? Nö, das. Entweder ein anderer Spieler oder teilweise sind das auch die NPCs, weil die können ja auch Fahrzeuge klauen. Moment, da rennt ein Zombie. Da heißt, das sind irgendwelche Idioten, die da rennen. Ach, da ist ein Spieler. Moment, wer ist das? Wahrscheinlich ich. Rennst du gerade am Flussufer runter? Ja. Schieß Also, ihn ab. jetzt gerade? Holy? Ja. Oh, Jo. okay, dann bist du das. Mal stehen, siehst du mich auf der Brücke oben? Nee, eben nicht. Jetzt? Oh Junge, ich Ah, ich glaube. Versuch nur diesen Zombie, pass auf. Wenn ihr ruhig stehen bleibst, dann krieg ich ihn. Und wenn ich töte mal die anderen da drüben. Ach ja, Tobias, schau hier immer in die Supermärkte rein. Da kannst du Desert Eagle finden. Desert Eagle in verschiedenen Ausführungen. Okay. Ich habe einen Silber. Mit der muss ich mal schießen. Da lockst du ganz Zelle an. Oh, Das Holy, Ding was ist hast du so für eine heftig. Waffe? Die ist ganz schön laut. Die Zügel M4. Oh, eins habe ich jetzt gerade auch bemerkt. Ich treffe eine OMP von der Entfernung nicht. Schafft die nicht. Das ist eine PDW.
Tja, eine krabbelt noch. Zombie oder NPC? Zombie. Hinter Holy. Holy hat auch einen Namen. Ich nehme trotzdem Holy. Aber den Holy, den UZ geklaut haben damals. Mhm. Und als er mit am Airfield war bei der Z Plus und wir alle verreckt sind, bis auf mich. Ha. Ja. Ich habe als einziger überlebt. Ich weiß gar nicht mal, mit wem ich dann hochgelaufen bin. Du bist mit allen hochgefahren, nur ich konnte nicht mit, weil du ja mit musstest und ich hatte ja mein Zeug, also haben wir. Stimmt, du bist ausgestiegen. Ich heldenhaft meinen Platz für dich hergegeben. Du bist dann sowieso in die Lobby gegangen und hast dann AFK gemacht. Ja, ich bin aufgegangen. War müde. Ich wäre halt aber noch mitgegangen, wärst du halt nicht da gewesen. Warum ist eigentlich in Zelle Fliegeralarm-Sirenen? Vielleicht ist es auch ABC-Alarm. Nee, Fliegeralarm, oder? Ich weiß gar nicht. Nee, warte mal, stimmt. Nee, irgendeine Alarmanlage ist das halt. Die ist voll laut. Ja, früher noch lauter. Holy, soll noch runterkommen? Ich bin jetzt am Flussufer. Ich bin da am Supermarkt. Na, warte mal, wo ist denn der? Es gibt mehrere. Ja, super. Ich habe Zelle schon lange nicht mehr gespielt. Schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ja, und wenn du das Let's Play anfängst und es gerade richtig cool wird, hast du wieder damit auf. Ja, entweder liegt es daran, weil mein Server gecrashed ist und die ganzen Daten weg sind, oder ich muss noch. Du meinst Server. Du warst in dem Zeitpunkt gar nicht da, wo ich aufgehört habe. Hey. Und dann kam der beschissene Patch. Ja. Achso, zwischendurch war meine Grafikkarte noch weg, ne? Das weißt du. Ja. Das war ja auch noch, ein Monat. Das war davor. War das davor? Das ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war es April rum. So hole ich. So spawnt ihr einfach, es könnte zu mir kommen. Mal sagen, hört ihr gleich die. Warte mal, sagt mal gleich, ob ihr den Schuss hört. Ich muss es einfach wissen, ob ihr die Desert Eagle hören könnt. Ach, bei mir ist gerade ein Flugzeug. Hast du das gehört? Ja, bei mir fliegt gerade ein Flugzeug. Oder das ist bei dir in Real Life, Holy. Das ist bei mir im Real Life. Alter, ich dachte schon hier realistische Sounds auf Zelle. Ich wollte schon sagen, hey, hier gibt's doch gar keine Flugzeuge auf Zelle. Gibt's nicht dieses Propeller-Ding da, wieder die ein? Ja, sind die entfernt. Ich habe versucht, es zu spawnen, aber es geht nicht. Schieß mal, Luca. Ich habe gerade schon geschossen mit der Eagle, aber über 1000 Meter hört die nicht. Nee, leider, ich muss in den Supermarkt, Holy. Ich bin jetzt. Wenn du Flussseite rechts läufst. Ach so, ist das der Ödi-Markt? Ödi? Der Ödi-Markt? Das Server. Ja, du bist ja hinter dir. Gotcha, Attent. Alter, wer schreibt mich die ganze Zeit bei WhatsApp an, ey? Ich nicht. Boah, Alter, mein Handy blinkt die ganze Zeit. Das kann ich jetzt auch mal machen. Ich kann jetzt auch als auf WhatsApp zu spammen. Na, Holy, warte, ich komme zu dir. Während du aufnimmst. Nee, der Ton ist ja aus. Das Problem ist aber, ich habe diesen LED-Hinweis angemacht. Jedes Mal, wenn eine Nachricht kommt, blitzt meine Kamera. Ja, blitzt die Kamera. Das ist so geil. So, ich sehe jetzt auch den Rauch auf der Brücke. Und die Brücke mit abgeschütztem I17 drauf. Ja, da liegt so einiges drauf, auch ein Mittelbird, glaube ich. Aber die Brücke ist noch nicht schlimm. Es gibt schlimmere Brücken. Ja, ich kam ganz gut vorbei. Über die kannst du noch drüber fahren mit Autos, über andere Brücken kannst du nicht mehr mit dem Fahrrad drüber. Im Ödi-Markt gibt's ja gar nichts, Mensch. Ey, ihr kennt doch dieses Schloss da mit den blauen Kuppeldächern. Ja, ich weiß aber nicht, was das ist in Zelle. Und wenn ihr Richtung Airfield geht und dann Fluss und drüber, also wenn ihr aufs Wasser guckt und dann nach links lauft, dann kommt ihr auch noch an so einem Supermarkt vorbei. Wollen wir uns da treffen? Der ist recht am Rand der Stadt. Ah, oh, ja, beim. Wenn Holy mir sagt, wo das ist, kommen wir gar nicht raus, oder was? Bei der Woche. Wie heißt der hier? Kenny-Markt oder so. Ist das nicht der Ödi-Markt? Nee, es gibt Öldi, Kenny und noch irgendwas. Das ist der Brutto, ach, guck an. Brutto, genau, stimmt. Mensch, da habe ich mal ein halbes Jahr gearbeitet bei Brutto. Bist du gefeuert wurdest, oder was war das? Nee, ich bin freiwillig gegangen, weil sie mir unterbezahlt haben. Weil sie dir unterbezahlt haben. Ja, ich durfte jeden Tag 4 Stunden arbeiten, habe aber nur einen Tag bezahlt bekommen. Was? Ja. Oh, wer hat gerade geschossen mit der SD-Waffe? Ich. Wer hat jetzt mit einer normalen Waffe geschossen? Holy. Ja, jetzt hab ich irgendwie alles gehört. Die SD nur ganz leise, aber. Ich hab Angst, dass ich Holy treffe. Also ich gehe jetzt in diesen Supermarkt, wenn ihr aufs Wasser guckt, nach links lauft, kommt ihr an dem vorbei. Wow. Ja, der alleinstehende Supermarkt. Tja, ich bin kurz vom Verdursten. Nein, ich auch, scheiße. Aber ich glaube, ich habe noch trinken, du nicht. Muhaha. Nee, ich nicht, nee. Ich klau mir einfach dein Zeug dann. Mein Zeug willst du, wir klauen mit Liebe. Ich bringe ja warum? Du nicht, ich bin der lieber Admin hier. Wir müssen nach Kevin suchen, ne, wenn er noch da ist. Ja, der spielt auch irgendwo im Server, glaube ich. Ja. Der hat jetzt auch GCG vorm Namen stehen. Also er hat einen taktischen Vorteil. Nee, wir sind an der Brücke jetzt oben. Gleich. Ich gehe jetzt in den Supermarkt. Ach. Sie soll ich ganz hinten laufen? Die laufen in die falsche Richtung. Wieso? Du meinst doch
Wenn ihr aufs Wasser guckt und nach links auf, ich dachte, ihr seid da oben schon. Nee. Mann, jetzt knüsst ihr euch hochzukommen. Holy, du hast eine nicht typisch schweizerische Farbe im Gesicht. Ja. Ja, ich bin schwarz. Boah, das hast du jetzt gesagt. Da bin ich nicht dran schuld jetzt. Ich hab's extra höflich betont. Wieso? Das ist daran jetzt so unhöflich. Holy, lad nochmal nach, bitte. Mal gucken, ob ihr. Ey, wer will eine 1911 haben? Hier liegt eine 1911 rum. Alter, das klickt ja richtig übel. Was hast du für eine Waffe überhaupt? Dann bleib mal stehen. Das sieht aus wie eine Shotgun. Ja, so unten dran hast du eine Shotgun. Unterlauf, Shotgun, ja. Die Master Keys. Boah, alter Schwede. Leute, das ist, sag mal, hört ihr diesen Schuss? Ja. Ja, das ist der Igel. Alter, weißt du, was für eine Rauchwolke die gegeben hat da vorne? Die Desert Eagle? Ja, vor die Rauchwolke vorne raus. Ja, Junge, jetzt kommen alle Zombies hier aus Zelle zu mir gerannt. Komm, Holy, runter am Köpfchen. Ich hab ein kleines Problemchen. Hoffentlich stirbst du, dann kann ich eine Trinkflasche mitnehmen. Ich hab nur einmal trinken, das trinke ich vorher noch. Na, du Sack. The last meal, oder was? Ja. Was? SD, hab ich auch ganz deutlich. Ich schieße einfach mal völlig grundlos mit der Desert Eagle. Kann ich mal gleich einen von euch damit erschießen, nicht mehr wissen, wie viel Schaden die macht? Nein, du kannst den Kevin erschießen, wenn wir den gefangen nehmen. Ja, vor allem gefangen nehmen. Ich liege mit der Wand. Oh Junge, wie fett das Loch einfach in der Wand mal ist. Alter, lebt er noch? WTF? Komm doch einfach in den verdammten Supermarkt. Oh fuck, ich hab nur zwei Magazine für die Idee. In den Brutomarkt. Ja. Ah, jetzt kommen die ganzen Wichser wieder an, ey. Hier sind noch ganze 6 Schuss. Ah, fuck. Ja, in dem Moment muss ich natürlich nachladen. Hallo, die Uhr. Boah, Alter, erschreck mich mal, Ivo. Sicher. Ich wollte hier gerade raus, jetzt wollte ich erschießen. Auf einmal kommt einfach hier Ivo reingerannt. Ja. Lukas, auch den Kask-Kasken, ja, ne? Ja. Ja, du hast doch die Pilotenbrille, die bei mir irgendwie rot leuchtet. Echt? Ich kann sie nicht richtig sehen, vielleicht liegt es am Skin. Nee, das hab ich generell auch bei jedem Skin gehabt. Was hast du für ein Visier? Ich hab einen. Doch einen CCO, ja, recht. Scheiße. Ich hab einen Holo. Ja, man sieht das. Petrol per Coyote. Okay, nee, ich wir müssen ganz normal gehen. Was hat Ivo jetzt alles dabei? Hab ich denn was trinken was dabei? Ich weiß es gar nicht, was zu essen, glaube ich. Ich hab was zu trinken dabei, eine Cola, stimmt. Gut, dann hat jeder von uns trinken. Ich muss aber auch was noch machen. Aber ich warte noch, bis meins blinkt oder so. Ja, werde ich auch tun. Ich habe sogar noch Blattwerk. Ja, gehen wir den anderen Supermarkt und so, können oben die Schule und so weiter noch abchecken wegen Essen und so? Ich habe sowieso keine Ahnung mehr. Ich habe jetzt einen Monat lang nicht mehr gezockt, das mach einfach. Let's go. Einmal 3 raubt einen jedem Atemzug. Alter. Wenn du einmal Arma 3 spielst und die Steuerung Intus hast, dann wirst du Arma 2 nicht mehr sehen. Ja, toll. Das stimmt schon, aber wenn du keinen hast, mit dem du Arma 3 spielen kannst, weil da gewisse Mongos nie da sind. Ja, komm, du kannst mich nicht wohnen, wenn ich wochenlang arbeiten muss und dann nur am Wochenende da bin. Kann ich wohl. Dann bist du nicht da, dann sagst du, lass mal DZ spielen. Ja, wenn du auch mitmachst, kann ich ja nichts dafür. Wir können übrigens auch DZ mal für Arma 3 testen, obwohl das voll scheiße ist. Hab ich dir doch gesagt, nein, das hab ich keine Lust zu. Doch, ich hab's runtergeladen, Stratis-Dings. Stratis-Detonation. Ich hab's installiert, aber es installiert sich irgendwie nicht, keine Ahnung. Ich hab's noch nicht installiert, ich hab's einfach nur runtergeladen. Stell dich einfach mal vor mich, nicht hier. Alter, Zombie. Gelbe Kette. Wieso stirbt der nicht, wenn ich in den Fuß schieße? Ich hab's ihm auch in den Fuß geschossen. Ich hab gerade noch ein bisschen gesaved. Okay. War EP, Server ist abgestürzt. Ja, stimmt. Der Kevin, Mensch, ich kann ihn nicht auslöschen. Ich bin behindert, ist ja gerade ein Restart. Ist dran seit Uhr schon? Ja. Ah. Wie mein Kopf gerade einfach. Ich muss doch vorwärts laufen, ist ein Kopf voll komisch. Ja, ich kann ihn nicht auslöschen, weil du in der Nähe bist. Keine Bord 30 Seconds. Ja, dann musst du mal raus und dann. Ja, wenn ich jetzt nicht mal raus könnte. Noch 20 Sekunden. Alter, bis wir raus sind, ist der Server schon wieder online. Ja, ich weiß gar nicht, was passiert eigentlich, wenn ich da jetzt drin bleibe. Passiert da irgendwas? Keine Ahnung, ich hab's noch nie ausprobiert. Aber an sich sollte nichts passieren. Geht's dann einfach wieder weiter oder so? Weiß ich nicht, vielleicht musst du komplett neu joinen. Vielleicht nee, du bist gekickt. Hoffentlich. 3, 2, 1. Und tschüss. Bei mir ist du noch drin. Bei mir bist du noch drin. Hast du schon wieder die Frösche, wie die Zombies auf die Stelle hüpfen? Gibt's eigentlich noch den Bug mit dem? Okay, sag's aber nicht. Nee, sag ich auch nicht.